Ja, guten Tag, mein Name ist Rainer Gerhardt und ich möchte kurz zeigen, wie man die Zeitkomplexität des Sortierens durch Vergleichen beweisen kann. Die ist, das kann man schon mal vornherein sagen, Theta n log n. Da möchten wir hin. Unser Problem ist, wir haben n, 6n, disjunkte Zahlen, kommt also Gleichheit nicht vor, die sind in beliebiger Reihenfolge und wir möchten die in eine sortierte Reihenfolge überführen. Das heißt, wir brauchen eine Permutationsvorschrift, um die entsprechenden Zahlen so zu permutieren, dass sie anschließend gleich sind, gleich aufsteigend sortiert sind. Also ein xi größer, xj kleiner und so weiter bis zu einem xk. Zur Verfügung haben wir lediglich eine Vergleichsfunktion k, i, j und die ist so definiert, dass wenn xi kleiner xj ist, dann ist sie gleich 0 und 1 ansonsten. Zur Zeitkomplexität gibt es drei Schritte, die ich jetzt mache. Das eine ist, ich möchte zeigen, dass man einen Entscheidungsbaum aus dem Ablauf eines jeden Algorithmus bilden kann. Das zweite ist, ich möchte was zu der Höhe des Entscheidungsbaums sagen. Und im dritten Schritt führe ich dann aus diesen beiden Dingen die Schranke herbei. Wichtig ist auch, wir haben hier ein Problem. Also es geht nicht um einen konkreten Algorithmus, sondern es muss halt für alle möglichen Algorithmen sein. In der Betrachtung betrachten wir jetzt deterministische Algorithmen, wobei das eben auch überführbar ist auf randomisierte Algorithmen. Aber ich bleibe bei den deterministischen. Dann ist jeder Algorithmus, der hat ja lediglich die Information über die Zahl, hat keine weiteren Informationen, zum Beispiel über sortierte Teilfolgen oder ähnliches. Also muss jeder Algorithmus damit beginnen, dass er zunächst einmal zwei Indizes, i, j jetzt mal genannt, die er irgendwie auswählt, dass er die miteinander vergleicht. Das ist ein erster Schritt. Und dann kann Folgendes passieren, dann ist entweder i kleiner j oder i ist größer j. Nicht größer gleich, weil sie disjunkt sind. Nachdem dieser Schritt passiert ist, der Algorithmus ist ja deterministisch, er hat wiederum keine weiteren Informationen außer dem, also muss er einen weiteren Vergleich durchführen, wieder mit zwei Indizes, die der Algorithmus irgendwie festlegt. Also sagen wir mal, er vergleicht jetzt k von s und t miteinander und erhält dann wieder entsprechende Ausgaben. Und in dem Fall hier vergleicht er beispielsweise k von l, m miteinander und hat auch wieder entsprechende Ausgaben. Das geht dann immer so weiter, weil der Algorithmus muss ja immer wieder Werte miteinander vergleichen, basierend auf dem, was er schon gelernt hat. Der Algorithmus kann auch beliebig schlecht sein, sodass der Baum sehr tief werden kann und wieder mehrfache Vergleiche vorkommen. Aber was auf jeden Fall bei all diesen Dingen passieren muss, ist, irgendwann muss der Algorithmus bei einer Permutation landen. Bei einer Permutationsvorschrift. Auch wieder, die eben die sortierte Folge angibt. So, das lasse ich mal noch leer. Wichtig ist jetzt nochmal kurz für den Entscheidungsbaum. Der Ablauf des Algorithmus bildet also den Entscheidungsbaum und ein Weg in diesem Baum, also von der Wurzel vom ersten Vergleich bis zur Feststellung der notwendigen Permutation, ist ein Ablauf des Algorithmus. Verschiedene Eingangsdaten laufen natürlich verschiedene Wege, aber die gleichen Eingangsdaten werden immer den gleichen Weg nehmen. So, und was uns jetzt interessiert, ist in diesem Baum, der binär ist, aber nicht unbedingt balanciert, je nachdem, welcher Algorithmus verwendet wird, was uns jetzt interessiert, ist der längste Weg, weil wir uns ja für den Worst Case interessieren. Allerdings suchen wir hätten gerne eine untere Schranke, wir suchen nach dem kürzesten, längsten Weg. Also schon einen längsten Weg, den er erzeugen kann, aber jetzt wollen wir wissen, wie kurz ist denn dieser Weg längstens. Und da hilft uns die Betrachtung der Eingangsdaten, wir haben eben n Werte. Mit dem Ergebnis aus der Kombinatorik haben wir bei n Werten n Fakultät Permutationsmöglichkeiten. Also von einer Vorschrift 1 bis einer Vorschrift in. Und das heißt, jeder Algorithmus, der korrekt ist, und die Korrektheit dürfen wir ja unterstellen oder fordern, muss mindestens n Fakultät
viele verschiedene Permutationsvorschriften haben, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und je nach Eingabedaten kann es ja jede dieser Permutationsmöglichkeiten sein. Insofern muss auch der Algorithmus in der Lage sein, alle auszuwählen. Das heißt, der Baum ist hat mindestens n Fakultät Blätter. Jetzt wissen wir aber auch, dass ein Binärbaum, und das ist es hier, dass ein Binärbaum, der n Blätter hat, ein Binärbaum mit n Blättern, der hat mindestens, oder sagen wir mal mit m, der hat mindestens Logarithmus von 2m Tiefe. Jetzt ist unser m, hier unten hat das n Fakultät, das heißt, es folgt, dass, wenn wir hier rüber gehen, dass also n Fakultät logarithmisch tief der Baum mindestens ist. Er kann tiefer sein, aber so tief muss er mindestens sein. Und das ist größer gleich n halbe hoch n halbe, wenn man das jetzt ausgleicht. Und das ist, wenn man es weiter umformt über diverse Zwischenschritte, ist das dann größer gleich n log 2 n. Und da uns im Prinzip nicht interessiert, zu welcher Basis der Logarithmus ist, ist der Baum somit mindestens n log 2 n hoch. Das heißt, der längste Weg ist mindestens n hoch 2 hoch. Das heißt also in dem Fall, dass unsere untere Schranke, also das Omega, für jeden Algorithmus, egal welchen, wir haben ja keinen speziellen genannt, liegt also bei n log n. Jetzt ist aber weiterhin noch bekannt, damit haben wir die untere Schranke. Jetzt hätten wir aber gerne Theta, also brauchen wir auch die obere Schranke. Jetzt ist bekannt, dass Heapsort und Mergesort zum Beispiel in O n log n Zeit sortieren. Und daraus folgt dann natürlich, da obere und untere Schranke gleich sind, dass wir auch Theta n log n als Schranke haben für Sortieren durch Vergleichen. Jo, Dankeschön.